Hallöchen. Nee, da guckt bestimmt kein Arsch zu. Egal, so, also. Ich hoffe, ihr habt die Anspielung verstanden. Das ist jetzt kein Selbstmitleid oder so. So. Aufseher, sowas, Sarioni. Mal gucken. Ich habe ein paar Dailies angenommen. Ich glaube, das ist es auch. Oder? Wir gucken mal. Zack, Map. So. Wo ist denn der Aufseher, Sarasani? Na. Was haben wir denn da? Da ist wieder nichts angezeigt. So. Ich weiß es nicht. Komm, wir gehen einfach mal hin. Da ist ja was. Aufseher Sarasani tiefer. Da geht es ja auch runter, dann nehmen wir doch das. Keine Ahnung, was der von uns will. Die Hauptquest haben wir schon. Tiefer. Geht's dann noch weiter runter? Die Stadt der Uhrwerke heißt euch willkommen. Meine Funktionen erlauben es mir, allen Kunden zu assistieren. Ja. Klingt jetzt auch ein bisschen witzig, aber. Ja. Ist das jetzt gerade ein bisschen buggy alles? Tiefer. Bitte haltet einen sicheren Abstand ein, Einwohner. Kernfehlfunktion Sollen wir da reingehen? registriert. Ich weiß es gerade nicht. Kohldampf. Da drin, okay. So. Ich weiß nicht mehr, was das war. Hallo du. Es ist ein Wunder, findet ihr nicht? Ah ja. Elegant, gründlich, zeitlos. Einst fand ich Freude darin, die Vollkommenheit dieses Reichs zu studieren. Doch inzwischen zieht jede Umdrehung des großen Zahnrads den Schraubstock in meiner Brust nur noch enger. Sagt mir, seid ihr gekommen, um die Geheimnisse von Fürst Seth zu enträtseln? Gewissermaßen schon. Darf ich euch belästigen? Ja, klar. Denn schließlich seid ihr auch auf der Suche. Trotz all meiner Gelehrsamkeit fand ich keine Möglichkeit, meiner misslichen Lage zu entkommen. Bis auf eine. Jemand aus meinem Orden hat ein entsprechendes Experiment durchgeführt. Doch dafür hat man diese Person aus dem Kreis der Uhrwerkapostel ausgestoßen. Ihr müsst sie für mich finden. Finden wir. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Quest Ferrari ist. Helladrin war ihrer Zeit voraus. Hallo, Katze. Die Angst sorgte für ihre Verbannung, nicht der Verstand. Inzwischen begreife ich das. Bitte sucht sie. Sagt ihr, dass ich alles wieder in Ordnung bringen werde, wenn sie mir das Leben rettet. Es gibt niemanden im Orden, an den ich mich wenden kann. Sie ist meine einzige Hoffnung. Ja, dann mache ich das doch mal. So, meine Katze versucht gerade auf... Das ist nicht wahr, du willst jetzt nicht auf meinen Schoß. Du müsstest gleich mal das Köpfchen sehen. Nee, sie hält sich ein bisschen bedeckt. Gut. Terrari ist schon sehr lange fort, doch ihr unglückseliges Experiment brachte eine dauerhafte Unordnung in das große Ablaufmuster. Seine Bewegungen sind chaotisch, aber nicht vollkommen unvorhersagbar. Wenn man ihm folgt, liefert einem das womöglich einen Hinweis auf ihren Verbleib. Okay, was könnt ihr mir auch da unten sagen? Wir waren einige von Tamriels besten und klügsten Magiern. Sotasil lud uns in die Stadt der Uhrwerke ein, um an seinen Experimenten teilzunehmen und von den größten Geistern in der gesamten Schöpfung zu lernen. Man hat uns viel zu lange uns selbst überlassen. Wir brauchten dringend Ordnung, Vorschriften. Ich würde gerne erfahren, warum das hier das Terrarium verstoßen wurde. Wir glaubten, sie hätte sich mit Mächten eingelassen, über die allein der Gott der Uhrwerke selbst gebieten sollte. Der Gott der Uhrwerke. Eine rückwärtsgewandte und gefühlsgeladene Antwort, wie man sie wohl von Anhängern einer weniger erleuchteten Gottheit erwarten würde. Es war beschämend, ihre Notizen zu vernichten und ihre Ideen zu meiden. Und wonach suche ich jetzt genau? Terraris ehrgeizige Experimente sorgten dafür, dass ein Faktotum außer Kontrolle geriet. Es legte einen Teil der Messingfeste in Schutt und Asche, ehe es seinen Amoklauf im Reaktorbezirk fortsetzte.
Wir konnten seine Bewegungen nachvollziehen, indem wir seiner Schneise der Zerstörung folgten. Was plagt euch? Ganze Zeitalter-Sucher. Zu viele Sandkörner aus dem Stundenglas haben sich in diesem bescheidenen Leib gesammelt. Sie haben sein Innerstes immer weiter zerrieben. Ich glaube nicht, dass es noch lange dauern wird, bis ich Teil der Unbewegten werde. Es gibt immer noch so viel zu sehen. Ja, komm, nicht so gierig. So, was machen wir damit? Such nach Terrari. Gehen wir doch mal raus. Also mit dir, was hast du jetzt gesehen? Hm? Was hast denn du gesehen? Auch was trennst denn du so? Hm? Ja, jetzt rennen wir wieder ins Bild. Das ist gut. Du musst immer vom Bildschirm, genau da, wo ich hingucke, stehen bleiben. Das ist ganz wichtig, genau. Ja, also meine Katze macht sich gerade auf dem... So. Kiret Varmus. Ach Gott, alles durcheinander. Was ist mit dem? Was soll ich mit dem machen? Waren von feinster Qualität. Mhm. Tiefer, der ist denn da drin? Gehen wir da auch mal rein. Keine Ahnung. Reinor, du lässt dir auf der Nase rumtanzen. Es gibt einen Unterschied zwischen herzlich und gefällig. Du meintest doch, sei nett zu anderen. Jetzt beschwerst du dich. Mhm. Ich brauche mir das nicht anzuhören. Ich erkunde alles auf eigene Faust zu Ende. Ich habe noch eine kleine Produktempfehlung für euch, also ein Abraten. Oder eine. Also, ich habe ja, wie gesagt, diese Katze. Und ich muss eben meine Brille putzen. Das hat mit der Katze indirekt zu tun. Die sich jetzt wieder um mein Mauskabel kümmert, das ist toll. Und zwar auf dem Katzenstreu von Aldi steht 99,9% staubfrei. Was die aber meinen ist, dass 0,1% davon reinster Staub ist, der auch auf jeden Fall freigesetzt wird. Damit stimmt die Angabe, es hilft aber nichts. Ich habe den Geruch immer noch in der Nase. Nehmt das vom Lidl, das macht das nicht. Es tut mir leid, dass ihr das hören musstet. Mhm. Unsere Familienfäden sind für gewöhnlich nicht so dramatisch. Man muss Reinor immer mit Samthandschuhen anfassen, aber davongestürmt ist er vorher noch nie. Oh, er hasst es, allein zu sein. Naja, woher habt ihr denn geschritten? Diese ganze Sache mit dem Schatten. Mhm. Mir hat nicht gefallen, wie Reinor zuließ, dass dieser Hochelfen-Artefaktor mit dem Dwemer-Steuerstab im Arsch uns die ganze Zeit herumkommandierte. Mein Bruder hatte es nicht verdient, so behandelt zu werden. Ich wünschte nur, er hätte das auch so gesehen. Ja, der will aber weitermachen, ne? Bevor ich seinen Stolz kränkte, hatten wir vor, diese wundersame Maschinenwelt zu erforschen. Er stürmte davon, um zu beweisen, dass er meine Hilfe nicht braucht. Und wir wissen ja alle, wie das enden wird. Hast du leider ich lasse recht, ihn sich wieder beruhigen. Aber könntet ihr dafür sorgen, dass er sich keinen Ärger einhandelt? Ja, gut, mach ich. Was ich zu Reinor sagte, war schon ziemlich harsch. Mhm. Aber er kann einen so fuchsteufelswild machen. Passt auf, er mag ein brillanter Artefaktor sein. Unglücklicherweise jedoch ist er ein grässlich schlechter Verliesvagabund. Ohne mich wird er sich verirren oder sich verletzen. Erwähnt mich bloß nicht, wenn ihr ihn seht. Und wo genau will er hin? Es gibt so viele spannende Möglichkeiten, dass ich mir gar nicht sicher bin, welche er als Erste angehen würde. An der Stelle meines Bruders würde ich mich zunächst einmal in den Radius aufmachen. Mhm. Wir sprachen darüber, diese Schlucht mit dem Abflussrohr als unser Basislager zu nutzen. Vielleicht solltet ihr dort anfangen. Wie oft streitet ihr euch? Wie Quarmer-Krieger, die um die Zuneigung ihrer Königin kämpfen. Mhm. Wir sind Geschwister. Natürlich haben wir Meinungsverschiedenheiten. Reinor ist ein Denker und ich bin eine Mehr der Tat. Unsere Unterschiede machen uns zu einem so tollen Duo. Wenn wir uns nicht gerade ein erhitztes Wortgefecht liefern. Und soll ihm wirklich nachgehen? Nein, Reinor braucht etwas Zeit für sich. Das tun wir beide. Es ist zwecklos, denselben Streit nochmal vom Zaun zu brechen. Sprecht ihr mit Reinor. Helft ihm, alles zu regeln, damit wir wieder zu unserer üblichen Rivalität unter Geschwistern zurückkehren können. Lasst ihn bloß nicht wissen, dass ich euch geschickt habe. Katze rennt weg. Gut. So, okay, dann sehen wir nach einer. Das ist mir lieber. Das andere, das machen wir auch noch. Das zurück. Ich habe mir's geklaut. Ich habe viele Funktionen, um euch bei euren Einkäufen zu helfen. Das weiß ich. So, das wird heute ein bisschen, ja, wirr, weil das, was ich machen wollte, funktioniert nicht. Ganz einfach. Ich wollte halt eben dieses große Gruppendungeon machen und dann zu sehen, dass es eine Prüfung ist und ich auf jeden Fall 12 Leute brauche. Und das,
kriegen wir im Stream nicht hin. Ich bin zwar Mitglied einer großen Gilde, aber das ist dann immer nur mit Absprache und so. Und dann streamt das jemand anderes, weil ich bin da einfach nur Neuling. Ne? Da unten ist er irgendwo. Leider ist er doch irgendwie immer. Kommen wir da irgendwie gut hin? Ja, schaffen wir das? Boah, jo, jo, jo. Och, das war ohne. Tiefer. Mhm. Ja, ja, ja. Da ist er. Na, komm, geh mal außen rum. Wir müssen ja nicht kaputter sein als nötig. Hm? Tirith weiß meinen Beitrag zu unserer Partnerschaft nicht zu schätzen. Das stimmt nicht. Ihr denkt, ohne sie wäre ich verloren. Tja, der werde ich's zeigen. Mein überlegener Intellekt überstrahlt ihren Wagemut und ihr Draufgängertum mit Leichtigkeit. Doch, was führt euch hier heraus, mein Freund? Hm, ich helf mit. Das ist ein großzügiges Angebot. Doch ich finde euer plötzliches Erscheinen irgendwie zu passend. Hat meine Schwester euch mir hinterhergeschickt? Sie glaubt wirklich, ich wäre ohne sie so hilflos wie ein neugeborener Skrip, oder? Kann es nicht auch sein, und das werde ich auch machen, dass ich nur ein alter Freund, einem alten Freund aushelfen möchte und außerdem wir diesen Ort nicht erkunden wollen. Genau, das stimmt ja auch, auch wenn sie mich beauftragt hat, aber ich... Das ist ein faszinierender Ort, nicht wahr? Es gibt so viel zu sehen und zu lernen. Die Leute aus der Messingfeste haben mir von einer Reihe spannender Orte erzählt. Mhm. Wir müssen einfach losgehen und sie uns selbst ansehen. Bei all den Entdeckungen, die hier möglich sind, schwirrt einem der Schädel. Sollen wir mit der Erkundung anfangen? Machen wir. Es gibt eine Reihe von Orten, die ich untersuchen will. Ich habe sie eurer Karte hinzugefügt. Oh. Geht voran und ich folge euch. Keine Sorge, ich werde euch jede Unterstützung bieten, die ich aufbringen kann. Aber ich muss gestehen, dass ich kein großer Kämpfer bin. Auf diesem Feld brilliert eher Kirith. Mhm. Ja, wie seid ihr überhaupt hierher gekommen? Auf die gleiche alles, Weise ja. Wie ihr, würde ich meinen. Wir suchten unter Gramfeste nach den Ruinen von Bamts Amschend. Was war das denn? Streng, körperlich einschüchternd. Um ehrlich zu sein, mache ich mir bei ihrem Anblick fast in die Beinlinge. Na komm jetzt. Wusstet ihr, dass sie früher einmal eine kaiserliche Kampfmagierin war? Während der Remanischen Dynastie ging in irgendeinem Krieg, in dem sie kämpfte, einer ihrer Sprüche völlig daneben und schleuderte sie durch Raum und Zeit. Das weiß ich doch. Am Ende ja. Sotasil fand sie. Sie war schwer verletzt, doch er heilte sie, indem er einige ihrer Körperteile durch Uhrwerkmechanismen ersetzte. Seelensteine treiben diese Teile an, sowie jeden anderen verzauberten Gegenstand auch. In ihr wurde so viel ausgetauscht, dass sie praktisch unsterblich ist. Und wisst ihr, Kirith findet, dass Niramo alles mit euch machen lässt. Ja. Sie findet auch, ich wäre stur, gesellschaftsfeindlich und eine echte Nervensäge. Das ist ja auch ein bisschen Ich gebe richtig. Zu, dass ich mich Niramos Führung untergeordnet habe. Jupp, er verfügt über Erfahrung und Weisheit. Qualitäten, die jemandem seines Alters auf natürliche Weise zukommen. Mhm. Jedes andere Verhalten von mir wäre respektlos gewesen. Wie habt ihr vor, zurück nach Morrowind zu kommen, sobald eure Erkundung abschließt? Die Weitfür hat angeboten, uns hier heraus zu teleportieren, sobald wir dafür bereit sind. Das wäre also eine Möglichkeit. Ich plane allerdings für den Fall der Fälle, unseren eigenen Weg hier rauszufinden. Ja, ich kenne ihn sogar. Sobald ich Kirith bewiesen habe, dass ich sehr wohl in der Lage bin, einen Ort allein zu untersuchen. Mit eurer Hilfe natürlich. Allein mit unserer Hilfe? Nö, ist klar. So. Gut, dann fangen wir doch einfach mal an. Aha, jo. Wo bin ich da? Dann gehen wir da hin. Das war falsch. Ja. Mhm. Das war falsch. Ach, komm jetzt. Außenrum. Jawohl, komm. Pferdchen. Hier ist immer alles in Serpentin. Das muss ich irgendwann mal lernen. Und dann kommen wir da auch gut runter. So. Was ist denn hier schon wieder? Ah, das können wir nebenbei noch einsammeln, ja. Ah, Holzreste. So, und wo ist denn jetzt das, wo wir hin wollten? Ah, ja. Da hinten. Wieder ein bisschen, ne? Ah, hier. Ah, ich bin im Kampf, das wusste ich nicht.
dafür. Ach, du bist doch ein Arsch. Ich hab dir geholfen. Mann. Ja, diese Gruppen-Events, beziehungsweise diese Events haben... Die Resonanzsphäre. Eines von Sotasils kleineren Wundern. Mhm. Da! Habt ihr das gehört? Nee. Der gleiche Ton, den der zentrale Turm im Nachtzyklus aussendet. Aha. Das war Lasst schon. Mich noch von meinen Entdeckungen berichten. Ja, mach mal. So, hallo. Sag was. Ist euch die perfekte Symmetrie aufgefallen? Die totale Rundheit der Form und die Art der Reaktion auf einfache magische Impulse? Unglaublich! Wenn ich mich nicht irre, ähnelte der Klang der Glockenschläge denen, wie sie auch in der Messingfeste ertönen. Ja, und für was ist sie gut? Die Anwendung von Magie auf die Sphäre löste eine Klangreaktion aus. Vielleicht nutzt Sotasil verschiedene Tonfrequenzen bei der Durchführung seines göttlichen Wirkens. Das wissen wir doch seit Badefeld. Andererseits mag Fürst Seth vielleicht auch einfach nur gute Musik. Nein. Die Tribunalsdoktrin legt klare Konsequenzen für das Infragestellen der Methoden und Herangehensweisen unserer lebenden Götter fest. Mhm. Die Apostel hier in der Stadt der Uhrwerke eifern Sotasil aber auf ihre ganz eigene Art nach. Mhm. Und verglichen damit sind alle Fragen, die ich stelle, eher zahm. Ja, schon klar. Gut, dann haben wir das. Oh, da haben wir hier. Komm, da das eh in meiner Richtung ist. Gucken wir mal, ob wir das kriegen, bevor irgendjemand anderes. Jawohl. Wir brauchen 6 Stück davon. Das sind diese Tagesaufgaben. So. Oh ne, wir nehmen das da hinten. Höher. Sind wir. Ist das da eine ordentliche Serpentine? Nö. Aha, wie kommen wir hoch? Ja, das sieht gut aus. Serpentinen. Oh. Erz ist immer gut. Drops habe ich aktiviert. Ich weiß nicht, wie lange das noch läuft, aber ich habe dieses Mal noch keinen bekommen, obwohl ich ganz akribisch zugeschaut habe. So, untersucht das Rheintal tiefer. Also nicht Rheintal, Entschuldigung. Da bin ich jetzt zu Heimat verwurzelt, bin ich nicht. Was ist mit dir? Wo ist das? Das müssten wir gleich haben. Mhm. Das ist nah genug. Wir wollen ja nicht die Fauna stören. Diese Maschinen müssen Pumpen sein, um das Schmiermittel durch die Stadt der Uhrwerke zu befördern. Faszinierend. Reflektiere. Ich habe, was ich brauche. Wir sind hier fertig. Mhm. Ich wollte auch mal wegmachen. Ja, red mal mit mir. Ich frage mich, wie das Schmiermittel ins Tal kommt. Jedes Mal, wenn ich eine Frage beantworte, treten 3 neue an ihre Stelle. Ja, und für was ist es? Freut mich, dass ihr fragt. Ich gehe davon aus, dass es eine Korrelation zwischen dem Schmiermittel und dem unausweichlich in der Stadt der Uhrwerke anfallenden toten organischen Material gibt. Das muss ja irgendwo hin. Ich spekuliere, dass diese Pumpen das Fett durch die gesamte Anlage verteilen. Das ist ein bisschen schlimm, also, ne? Mit sozusagen Menschenfett, naja, hier ist alles aus Metall. Ah, aber die Mechanoiden bestehen aus Fleisch und Maschinenteilen. Das gilt auch für die Apostel. Wo die Dwemer schon wahre Meister mechanischer Konstruktion waren, ging Fürst Seth einfach noch einen Schritt weiter. Und brachte lebendes Material ins Spiel. Kiret? Nein, vergesst es. Okay, ja. Oh, vermisst du sie? Träume, Töpferscheibe, Gelächter. Schon wieder. So, wo sind wir? Da, dann würde ich sagen. Hier. Verteidigungsprotokolle werden initiiert. Reflektiere. So. Faktotum-Sender aktiviert. Initiiere Sicherheitsprotokolle. Wir gehen jetzt mal zu dem Wegschrein.
Englisch The Shout Away. Ah, hallo. Ja, mir geht's ganz gut, außer dass ich ein bisschen enttäuscht bin, weil mein Plan für heute nicht aufgeht. Weil ich wollte ein bisschen was mehr machen in der Stadt der Uhrwerke. Und naja, das, was mir noch fehlt, ist eine Prüfung. Und du weißt ja, wie das mit den Prüfungen ist, ne? 12 Leute. Die kriege ich jetzt natürlich nicht zusammen. Und will das eigentlich auch nicht, weil da muss man sich absprechen und ich kann die Prüfung noch nicht. Und ja. So, wenn wir mit diesem Ding hier fertig sind, wo ist es da? Ich sehe es. Jo. Dann, ja, wenn wir also mit dem Ding hier fertig sind, Feuertopf bin ich auch kein Mensch, geh weg. Dann, wer will mich angreifen? Kein Mensch. Ich sah das aus der Ferne und war sofort fasziniert. Ja, es ist ja auch toll. So. Seine Funktion ist völlig unergründlich. Zumindest kann ich keine erkennen. Vielleicht kehre ich ja irgendwann mit einem Forschungstrupp zurück. Gehen wir jetzt weiter. Wohin denn? Das ist ja nichts mehr. Was für ein prächtiger Monolith. Ja. Ich frage mich, ob die Maschinen bis in die unterirdischen Ebenen deutlich unter unseren 500. Füßen hinabreichen. Vielleicht ist dort seine wahre Funktion zu beobachten. Mhm. Welchen Zweck dient der Kaputt-Uhrenturm? Darüber zerbreche ich mir schon seit meiner peniblen Inspektion dieses Ortes den Kopf. Es ist ein absolutes Rätsel. Ja, auch riesig, ungeachtet dessen, was dieser Händler aus Schlackenstadt mir erzählt hat, sehe ich da keine Möglichkeit, die Zeit daran abzulesen. Kiret meinte... Nein, ich schaffe das auch ohne sie. Was hat sie gemeint? Das sag doch. Kiret setzt auf Intuition und Gedankensprünge anstelle von fundierten Schlussfolgerungen. Aber bei ihr klappt das. Sogar in den meisten Fällen. Sie glaubt, der Turm wäre Teil eines gewaltigen unterirdischen Mechanismus, der die Stadt am Laufen hält. Was machen ich schätze, wir müssen zurückgehen, damit ich Kiret sagen kann... Verdammt! Ich fasse es nicht, dass ich all das hier meiner Schwester nur wegen eines blöden Streits vorenthalten habe. Sie hätte hier dabei sein sollen. Nicht, dass ich eure Hilfe nicht zu schätzen wüsste. Jetzt habe ich geschlichtet. Denkt das bloß nicht. Aber Kiret und ich, wir gehören zusammen. Naja, dann ist doch gut. Das tut es wohl. Ich bin mir nicht sicher, wie ich da weiter verfahren soll. Die Feinheiten des Miteinanders sind Kirets Stärke, nicht meine. Sie ist meine Schwester und wir sind ein Duo. Wir arbeiten gut zusammen. Mhm. Weil sie hat sich einiger harscher, kränkender Worte bedient. Was meint ihr? Nee, ich glaub hier, da, na, das ist gut versöhnlich. Ihr habt recht. Ich kann mehr Größe zeigen und mich entschuldigen. Schließlich bin ich ihr älterer und schlauerer Bruder. Mhm. Kehren wir zur Messingfeste zurück. Vielleicht könntet ihr zuerst mit ihr sprechen und nachhorchen, wie es Kiret geht. Ohne mich ist sie wahrscheinlich ganz verloren und verzweifelt. Das glaube ich nicht. So, jetzt ganz kurz mal nochmal zur Frage. Zack, 516. Da haben wir es. Also, ne, deutlich über 5 war richtig. So, und ja, ich habe 2 vollwertige Sets. An und ja, das ist alles ganz gut. So, wo müssen wir hin? Zur Messingfeste. Das heißt, wir gehen hier zum nächsten. Obwohl, nee, wenn wir gerade hier sind, machen wir was ganz anderes. Wir machen eine dieser, eine dieser Daily-Aufgaben, die ich alle angenommen habe. Die Schriebscheine für heute habe ich über die Raben schon gedrückt. Aber das andere, das ist immer spaßig und es sind ja genug Leute unterwegs. Deswegen ist es auch kein Problem. Hier, die warten alle schon drauf. So, ich glaube, das gucke ich mir auch gerade an. Zack. Wie heißt es? Dädrisches Vorstoßgebiet, genau. Dann gehen wir in die... Das da. Ja, genau. Das ist es. Jawohl. So, wo haben wir denn? Überweisen liegt man schon schnell tot. Weil da alle Leute nachjagen, ne? Ja, bitte. Jawohl. Ja, aber ich muss sagen, den Unterschied finde ich nicht so gewaltig. Also, viel wichtiger ist das, was man halt eben noch so abbeutet und so weiter. Und ich habe doch ein bisschen gegrindet
und habe halt eben gezielt nach einer Anleitung verschiedene Sets halt eben. Oh ne, komm. Das war knapp, oder? Aber die da oben, sind die noch da? Ich muss hier echt einen Kreislauf machen, ne? Klingt doof, ist aber so. Na. Ah. Nee, wo ist denn das da? Ah, das ist aber unten. Oder? Aber was ist das da? Okay. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Da war doch was. Der wartet mit. Ach, der ist gar nicht da. Hallo? Nö, der ist kaputt. Jo. Ja, wie gesagt, also wichtig ist die Rotation. Da bin ich jetzt noch am Üben. Und die Sets natürlich auch. Ich glaube, die Dingsbumspunkte. Oh, blöde Frage. Kriegst du mich noch irgendwie mit? Weil irgendwas scheint dann nicht zu stimmen. Okay. Ja, ja, alles klar. Lock off, das ist super. Gut, machen wir erstmal Aufnahme. Stopp, ein bisschen.